Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verrücktes Recht, lustige Gesetze und Urteile 12. Ja, trotz der anderen 11 Teile sind wir noch nicht ganz am Ende. Ich habe gesehen, für ein bisschen was habe ich noch Material und das ziehen wir jetzt auch knallhart so durch. Und fangen mit dem ersten an, wo es heißt Masturbation verboten. Und das kommt aus dem Bundesstaat North Carolina der USA. Und da ist Masturbation, ganz wie gesagt, einfach verboten. In Kingsville hingegen, im Bundesstaat Texas der USA, ist es Schwein verboten, sich auf dem Flughafengelände zu paaren. Und wie immer stellt man sich die Frage, wie kommt es zu solchen Gesetzen? Und wie immer lautet die Antwort, irgendwer muss da mal was gemacht haben oder es muss was vorgefallen sein. Und ein anderer meint, okay, da muss das halt verboten werden, wenn es bisher noch aus irgendeinem Grund erlaubt ist. Das heißt also, in dem Fall hat sich wohl mal oder haben sich wohl mal Schweine auf dem Flugplatz irgendwo gepaart und das war natürlich meist störend. In Harrisburg im Bundesstaat Pennsylvania, die USA, ist der Sex mit Fernfahrern in Zollhäuschen verboten. Auch hier kann man sich vorstellen, was so passiert ist. Da war wohl ein Fernfahrer mal ganz nett gewesen und hatte sehr viel Spaß in den Zollhäuschen gehabt. In Baltimore im Bundesstaat Maryland, der USA, darf Minderjährigen während und kurz nach den Osterferien weder Enten noch Hühnerküken verkauft werden. Keine Idee, warum das verboten ist. Vielleicht, weil sie dann denken, dass zu Ostern die Eier, die man da sucht und findet, auch echte Küken beinhalten könnten. Oder ob sie den Zusammenhang verstehen zwischen, aus dem Ei könnte Leben schlüpfen, die Eier, die ich esse, damit töte ich Leben. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es gibt immer die verrücktesten Dinge. Manchmal oder meist steckt oft was dahinter. Darauf kommt man eigentlich gar nicht. In Indonesien dürfen Frauen nur dann in die Armee eintreten, wenn sie mittels eines Jungfräulichkeitstests belegen können, dass sie selbige noch nicht verloren haben. Wo auch immer das wichtig ist, keine Ahnung, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, warum eine Jungfrau besser kämpfen kann als eine Nicht-Jungfrau, ich weiß es nicht. In Mobile, im Bundesstaat Alabama der USA, dürfen Frauen keine Schuhe mit hohen Absätzen tragen. Solche Gesetze gibt es ja ab und an mal in ein paar Ländern. Manchmal ist es in Wohnungen, da ist der Grundanteil dahinter wegen Ruhestörung. In manchen Sachen, Griechenland zum Beispiel, sind Absätze verboten in der Nähe oder auf Gebieten mit Denkmälern. Mit dem Grund, die Absätze haben natürlich erhöhtes Potenzial, Schäden zu verursachen. Warum das aber Alabama, also im Mobile in Alabama, insgesamt verboten ist, lässt sich hier jetzt nicht erahnen. Vielleicht war es einfach wirklich störend. Die Frage ist natürlich, wird dieses jetzt überhaupt noch vollstreckt und höchstwahrscheinlich nicht. Im Bundesstaat Minnesota in den USA können Frauen mit Haftstrafe von 30 Tagen verurteilt werden, wenn sie sich als Weihnachtsmann verkleiden. Ja, und hier ist die Frage, woher kommt das? Hat das ein bisschen mit der christlichen Mythologie zu tun, in die der Weihnachtsmann so ganz eigentlich gar nicht reinpasst? Aber vielleicht dann der gute Papst Nikolaus, den der Weihnachtsmann ja teilweise nachgeeifert ist, es gibt ja verschiedene Thesen. Und das quasi, ja, es ein Sakrileg oder eine Beleidigung ist, weil er es ursprünglich ein Mann war. Auch hier kann man wieder nur raten, aber auf jeden Fall ist es in Minnesota verboten und wird sich dran gestört. Im Bundesstaat Oklahoma der USA dürfen Frauen nur mit staatlicher Lizenz Veränderungen an ihren Haaren vornehmen. Ja, ist auch eine spannende Sache. Soll wohl einen Fall gegeben haben, wo eine Mutter und der Tochter Haare geschnitten hat und die Tochter war so unzufrieden, dass sie dann gegen ihre Mutter geklagt hat. Und angeblich ist das Gesetz daraus entstanden, wo man meint, okay, dann halt nur, wenn es der Staat zulässt. Ich weiß nicht, ob da wirklich so eine, ich sag mal, simple Geschichte dahinter steckt, aber in den USA kann man sich halt immer sehr vieles denken. Wahrscheinlich stimmt die Geschichte sogar, auch wenn sie auf den ersten Blick unglaubwürdig erscheint. In Helena, im Bundesstaat Montana, der USA, dürfen Frauen in einer Bar bzw. in einem Saloon nur dann auf einen Tisch tanzen, wenn sie mindestens 3 Pfund und 2 Unzen Kleidung an Leib tragen, also ein bisschen mehr als ein Kilogramm. Nein, ich weiß nicht warum. In Wichita, im Bundesstaat Kansas, der USA, wird der Scheidungsgrund nicht anerkannt, wenn die Schwiegermutter den Mann misshandelt. Also, wenn man sich aus dem Grund scheiden lässt, ist das nicht okay. Das muss halt dann schon andere Gründe geben. In einigen Kantonen der Schweiz ist verboten, zu Hause High Heels zu tragen, da dies zur Lärmbelästigung führen kann, hatte ich ja quasi vorhin schon ausgeführt, passend zum Thema.
In Huntington, im Bundesstaat West Virginia der USA, ist es Feuerwehrmännern verboten, mit Frauen zu flirten oder ihnen hinterher zu pfeifen. Wahrscheinlich ist es natürlich während des Dienststörens, das Klischee hängt der Bauarbeiter und Feuerwehrleuten und Polizisten gerne mal an, vor allem in den USA, dass die sehr flirty sind. Wahrscheinlich hat man das versucht dann hiermit zu unterbinden. In Deutschland gibt es ein skurriles Gesetz über Eigentumsverhältnisse, und zwar: Hinterlässt ein fremder Hund einen Kothaufen auf einem fremden Grundstück, dann wird der Grundstückseigentümer nicht automatisch Eigentümer des Kothaufens. Oder mal als kurz als Beispiel gesagt, ihr seid Eigentümer eines Hauses und ein fremder Hund, muss man dazu sagen, kommt in euren Garten rein und hinterlässt da seine Notdurft. Dann werdet ihr nicht automatisch Eigentümer, ihr dürft also über das Recht am Häufchen nicht verfügen. Nur der Besitzer des Hundes, der darf bestimmen, was mit dem geschieht. Ihr habt zwar die physikalische Macht, aber rechtlich dürft ihr damit eigentlich nichts machen. Nicht mal theoretisch bewegen, wenn man ganz streng ist. In Pensacola, im Bundesstaat Florida der USA, stellt es einen Gesetzesverstoß dar, weniger als $10 bei sich zu tragen. Es gibt ein paar solcher Gesetze, die haben oftmals damit zu tun, dass man Bettler abschrecken möchte. Und es gibt halt auch ein paar Städte, die dann quasi sagen, wer einen gewissen Geldbetrag nicht bei sich führt, gilt als obdachlos, als Bettler etc. und hat damit quasi einen gewissen rechtsfreien Status fast schon. In Arnibay in Frankreich ist es verboten, Polizisten zu fotografieren, auch wenn diese nur im Hintergrund zu erkennen sind. Also wenn da irgendwo ein Polizist ist, dann muss das Foto komplett retuschiert oder gelöscht werden. Im Bundesstaat Vermont in den USA ist das Pfeifen unter Wasser verboten. Eine total geile Sache. Pfeifen unter Wasser finde ich eine tolle Idee. Wird wahrscheinlich nie klappen. Wir hatten ja schon ein ähnliches Gesetz, das war halt nur woanders gewesen. Aber jetzt haben wir schon zwei Orte, wo wir nicht unter Wasser pfeifen dürfen. Im Bundesstaat Massachusetts in den USA ist es illegal, ohne Genehmigung Spitzbärte zu tragen. Da muss jemand was gegen jemand mit Spitzbärte gehabt haben, ansonsten gäbe es so ein Gesetz nicht. Aus irgendeinem Grund störte man sich dran und ja, bisher ist das Gesetz nicht gelöscht worden, aber höchstwahrscheinlich wird es heutzutage nicht durchgezogen werden, jemanden, der ein Spitzbart tatsächlich trägt, zu verklagen. Im Bundesstaat Georgia in den USA ist das Beiwohnen eines Gottesdienstes ohne geladenes Gewehr verboten. Ja, da sieht man halt, ich sag mal so, die Waffenlobby der USA, wie sie sich über die Jahre quasi schon etabliert hat, ist ein altes Gesetz. Ich denke nicht, dass das heute noch so streng ist. Ich denke, man darf auch ohne ein geladenes Gewehr in den Gottesdienst. Aber früher gab es halt das Gesetz und ja, war halt wohl so gewesen, dass das dann wirklich damals vollstreckt wurde. In Fairfax, im Bundesstaat Virginia der USA, ist das Schlafen innerhalb anderer Räume als dem Schlafzimmer verboten. Damit wollte man verhindern, dass mehrere Leute sich eine Wohnung teilen, die nicht verheiratet waren. Weil es war so oder ist so, wir haben ja dasselbe Problem gehabt wie wir, der Mietpreis für Wohnungen, für Wohnraum war sehr, sehr hoch und viele Leute haben sich immer mehr, also immer kleinere Wohnungen wurden von immer mehr Leuten quasi geteilt und irgendwann, ich sag mal so, waren die halt entsprechend, wenn sehr viele Leute wohnen, die Tendenz, dass das vermüllt ist, ist dann sehr groß und das wollte man dann halt quasi unterbinden. Man hätte natürlich auch mehr Wohnraum schaffen können, aber man hat das Gesetz quasi verabschiedet. In Russland ist das Töten von Bienen und Wespen außer bei Notwehr verboten. Ja, und das ist ein relativ aktuelles Thema. Ich meine, wenn man so sieht, die aktuelle Wahl steht ja bevor und eins der Punkte der Grünen oder allgemein der Parteien, die sich gerne so ein bisschen mit Thema Ökologie auseinandersetzen, nach außen hin präsentieren möchten, reden sehr gerne schon vom Schutz von Bienen und wir sehen also Russland, die haben das wohl schon 2005 etabliert, die sind in dem Punkt zumindest weiter. Im Bundesstaat Michigan in den USA ist es strafbar, ein Stinktier an der Schreibtischschublade seines Chefs zu verstecken. Mal Gegenfrage. Braucht man dafür ein Gesetz? Ist es nicht klar, dass das verboten ist? Ja, die menschliche Vernunft gebietet das nicht zu tun. Bedenkt man, man könnte höchstens sagen, es verstößt, zumindest aus deutscher Sicht, gegen gewisse Tierschutzrechte. Aber nach BGB sind Tiere zwar keine Sachen, aber das Sachenrecht ist auf sie anzuwenden. Streng genommen könnte man eventuell damit durchkommen, wenn man belegen kann, dass das Tier in der Schublade nicht gelitten hat. Aber nichtsdestotrotz, es gibt halt dort dieses Gesetz und das heißt, jemand hat das wohl mal gemacht, um seinen Chef einen Streich zu spielen.
Im Bundesstaat Massachusetts in den USA gibt es ein Gesetz, das Hundehalter dazu verpflichtet, im April die Hinterbeine ihrer Vierbeiner zusammenzubinden. Garantiert wird das nicht durchgezogen, dieses Gesetz. Weil die könnten ja quasi gar nicht wirklich laufen, die armen Tierchen. Also einen Monat lang einen Hund quasi zu demobilisieren zur Hälfte, unmöglich, dass es heutzutage auch in Amerika mit Tierschutz vereinbar ist. Und auch keine Ahnung, warum das mal ein Gesetz gab, wofür das wichtig war. In Bourbon, im Bundesstaat Mississippi der USA, ist verboten, auf dem Flughafengelände Schildkrötenrennen abzuhalten. Auch hier ziemlich klar, dass man das nicht macht, aber jemand hat es wohl gemacht und daher gab es ein Gesetz dafür. Sehr aktuell, seit 1. September 2021, also quasi vor 2 Wochen ungefähr, gibt es in Texas ein Gesetz, das bei Verdacht auf Abtreibung den Anzeigenden eine Belohnung bis zu 10.000 US-Dollar zuspricht. Also quasi wie ein Kopfgeld, wenn man weiß, dass jemand abgetrieben hat, weil es verboten ist, wird man belohnt, wenn man denjenigen anschwärzt. Nun sagt man sich, ja Gott sei Dank, das ist in Amerika, nur da gibst du was Beklopptes, ja und nein. In Deutschland ist allerdings bei einer anderen Thematik die Überlegung auch, so eine Art Belohnung auszuschreiben. Und zwar, wenn man Steuerhinterziehung irgendwie anzeigt, wenn man das meldet, dann soll es wohl auch eine Belohnung geben. Das ist eine Überlegung und wird eventuell, je nachdem wie der Bundestag jetzt sich zusammensetzt, dann nächstes Jahr verabschiedet werden. Aber es geht halt quasi in eine ähnliche Richtung. Nur nicht ganz so krass wie hier mit Thema Abtreibung. In Ottumwa, im Bundesstaat Iowa der USA, ist es Männern verboten, ihnen unbekannten Frauen zuzuzwinkern. Wird sehr schwer sein, das zu überwachen und nachzuweisen. Von daher, das ist ein Gesetz ohne Relevanz, denn auch im Zweifelsfall gilt hier für den Angeklagten. In Tremonton, im Bundesstaat Utah, ist es Frauen verboten, in einem Krankenwagen Sex mit einem Mann zu haben. Jetzt kommt aber der Hammer. Bei Verstößen droht eine Anzeige wegen eines Sexualvergehens sowie eine Veröffentlichung des Namens in der Tageszeitung, und zwar jeweils nur der Frau. Also, wenn da 2 Frauen zugegen sind, ist das okay. Wenn da eine Frau mit einem Mann ist, ist es nicht okay, aber dann wird nur die Frau angezeigt und ihr Name veröffentlicht. Der Mann bleibt straffrei und auch, ich sage mal, frei von sozialer Anprangerung. Unglaublich, erstens, dass jemand im Krankenwagen wirklich Sex hat. Und unglaublich auch, dass es dann auch noch nur einseitig von Geschlecht her betrachtet zu Konsequenzen führt. In Norfolk, im Bundesstaat Virginia der USA, dürfen Frauen nur an Tanzveranstaltungen teilnehmen, wenn sie dabei ein Korsett tragen. Ja, das klingt so, als würde das aus einer Art wilden Westenzeit stammen. Vielleicht ist es auch tatsächlich so. Ist schwer immer rauszufinden, wann genau die Dinge erlassen wurden. Aber ja, Korsett galt ja damals so als Schönheitsmerkmal. Heute, ja, so teilweise, je nach der Szene. Bei Gothic ist es halt sehr beliebt, ne? Aber damals anscheinend hat man es quasi als Art Etikett gemacht. Auf der Insel Palma Island ist es Frauen verboten, Hosen zu tragen. Da ist es noch sehr traditionell. Wenn eine Frau da Hosen trägt, gibt es Ärger, und dieses Gesetz wird heute tatsächlich noch vollstreckt, habe ich rausgefunden. Im Bundesstaat Kalifornien in den USA ist es verboten, Kinder am Überspringen von Pfützen zu hindern. Also wenn ein Kind über eine Pfütze springen will und du sagst, nee, pass auf, Kleiner, du wirst nass, das schaffst du nie, das sind 6 Meter. Wobei man dann diskutieren muss, ist es dann noch überspringen oder hineinspringen? Na egal. Das darf man nicht. Der Kleine darf es versuchen. Oder die Kleine. Und last but not least, in Sioux Falls, im Bundesstaat South Dakota, muss jedes Hotelzimmer mindestens 2 Betten aufweisen, die einen Abstand von 60 cm zueinander haben. Zudem ist Geschlechtsverkehr auf dem Boden innerhalb eines Hotels verboten. Und ja, damit möchte man quasi wirklich verhindern, dass wie ein Hotel Sex gemacht wird, ganz schlicht und einfach gesprochen. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen verrückten Gesetze angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hat ein bisschen Spaß gemacht, ihr konntet ein bisschen über die Kuriositäten schmunzeln. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns dann beim nächsten Video sehen. Und bis dahin sage ich, macht's nicht gut, macht's besser und tschüss!